Die erste Frage betrifft Unterstützung für Ukraine, vor allem im Energiebereich. Da möchte der Rat eine ganz klare Antwort geben. Um sie verteidigen zu können und um es der Bevölkerung zu ermöglichen, diesem Angriff aus Russland zu widerstehen, unter gleichzeitiger Deckung der grundlegenden Bedürfnisse, braucht die Ukraine Energie. Die EU ist da solidarisch, humanitärisch, finanziell und auch militärisch, also bei der Bewaffnung. Und das Gleiche sollte auch für den Energiebereich gelten. Was die Stromversorgung angeht, da ist seit vergangenen Donnerstag das ukrainische Netz nicht mal an das russische angeschlossen, sondern funktioniert isoliert, was natürlich ein erhöhtes Blackout-Risiko bedeutet. Eine Anbindung ans europäische Netz ist eine große technische Herausforderung, vor allem vor dem Hintergrund der dramatischen Lage in der Ukraine. Die technischen Arbeiten der Kommission, der Mitgliedstaaten und von ENSOE, also der Vereinigung der Regulierungs- und DSO-Behörden, sollte diese Herausforderung schnellstmöglich überwinden und Lösungen finden. Und wir möchten auch den anderen bitten, um Hilfe aus der Ukraine schnellstmöglich Antwort geben, vor allem was Kraftstoffe angeht. Die Minister möchten auch, dass die Energieinfrastruktur in der Ukraine gesichert wird, insbesondere die Kernkraftwerke. Unser zweites Anliegen betrifft die Resilienz und Souveränität unserer Energieversorgung in dieser außergewöhnlichen Lage. Jeder kennt die aktuelle Situation. Russland liefert 40% des Erdgases und 30% des Rohöls und der raffinierten Ölprodukte für die EU. Langfristig möchten wir uns freimachen von dieser Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland, aber auch insgesamt. Das ist der Sinn und Zweck des Green Deal. Der heutige Energierat hat unter außergewöhnlichen und sehr tragischen Umständen stattgefunden. Der Krieg herrscht in Europa und in Ukraine kämpfen die Menschen um ihr Leben, um ihr Land und um ihre Freiheit. Und das ist ein Zeitpunkt, wo Europa sich solidarisch zeigen sollte. Deshalb beginne ich mit dem wichtigsten Thema auf unserer heutigen Tagesordnung, die Unterstützung für die Ukraine. Ich habe immer eng mit der Ukraine zusammengearbeitet zur Unterstützung von Marktreformen und der Modernisierung des dortigen Energiesystems. In den letzten Monaten wurden die Kontakte noch intensiviert, was die Stärkung der Versorgungssicherheit des Landes angeht. In den letzten Tagen hatte ich regelmäßig Kontakt mit dem dortigen Energieminister, Herrn Kaluschenko, und ein Projekt war unsere gemeinsame Priorität, und das schon seit langem, nämlich die Synchronisierung des dortigen Stromnetzes an das europäische kontinentale Stromnetz anstatt des russischen. Das ist eine strategische Initiative zur Stärkung der energetischen Unabhängigkeit der Ukraine. Am gleichen Tag, an dem die Ukraine mit einem Isolationstest begonnen hat, was der erste Schritt wäre als Vorbereitung für die Synchronisierung zum europäischen Netz, haben die Streitkräfte Russlands das Land angegriffen. Ich habe gestern noch einmal mit Herrn Minister Galuschenko gesprochen und er hat mir mitgeteilt, dass unter den aktuellen Umständen beschlossen wurde, das Stromnetz nicht wieder an das russische anzuschließen. Das Ergebnis ist, die Ukraine bittet um eine Notfallsynchronisierung mit dem europäischen Stromnetz und das schnellstmöglich. Das ist technisch eine große Herausforderung. Aber für uns als Europa ist das etwas Konkretes, was wir für unsere Partner tun können. Ich habe heute mit dem Präsidenten und Vorsitzenden des Präsidiums von ENSOE gesprochen. Und man ist für diese Notfallsynchronisierung. Heute im Rat habe ich den Minister auch um ihre Unterstützung gebeten. Und man war sich weitestgehend einig am Tisch. Auf dieser Grundlage werden wir zusammen mit ENSOE daran arbeiten, dass das dortige Stromsystem schnellstmöglich an das europäische angebunden werden kann. Das würde auch Moldau mit einschließen, ein weiteres Land, das frei über seine energetische Zukunft entscheiden können möchte.